Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Lechero und das ist eine Patch-Übersicht zu Daisy Standalone der neuen Version, nämlich mit der Endung 3.9.5.3. Die Version ist heute rausgekommen. Das war jetzt in den letzten Tagen im sogenannten Pending-Status, das heißt also sozusagen, das soll kommen. Mittlerweile ist es im Rolling-Status, also die Version ist bei jedem angekommen und ich gebe euch eine kleine Übersicht, was sich so in der neuen Version geändert hat. Kommen wir zum ersten Punkt, das Balancing of Player Spawns ongoing. Denn es sollen ja die Player Spawns verändert werden, dass man nicht mehr im südlichen Teil der Küste spawnt, also alles, was links von Elektro ist, wird nicht mehr möglich sein, sondern die ganzen Plätze sollen mehr so in den östlichen Bereich, Südosten, also alles, was rechts von Elektro ist und dann halt auch in den Norden geht. Das sollen die neuen Spawnplätze sein. Das hat noch nicht so ganz gut geklappt in der letzten Version und dementsprechend wurde das nochmal so ein bisschen angepasst. Die wollen da sowieso ein bisschen rumprobieren, was macht Sinn, wo kann man spawnen. Denn das Problem ist meistens, man spawnt, rennt zur nächsten Militärhütte, holt sich super Gear, Ende der Geschichte. Momentan bietet ja die Daisy Alpha noch nicht ganz so viel Inhalt und damit ist sozusagen das Spielziel schon fast erreicht, einfach sich komplett voll auszustatten mit Militärgear und Ende ist. Dementsprechend versuchen die ein bisschen dadurch diese Sache zu ändern, dass man sich erst durch die kleinen Dörfer kämpfen muss und die Militärsachen etwas weiter weg sind. Also das soll jetzt im neuen Patch noch ein bisschen geändert worden sein. Inwiefern das geändert wurde, ob das jetzt nochmal irgendwie anders angepasst wurde, das wurde leider nicht genauer erklärt, aber so viel zu dem ersten Punkt. Zweiter Punkt, eine serverseitige Änderung, nämlich Dead Player Cleanup ist time-based. Das heißt so wie viel wie, das Problem war bisher, ja, es entsteht, wenn man jemanden tötet, es steht eine Leiche und je mehr Leichen rumliegen, desto mehr belastet das die Effizienz des Servers. Momentan ist das Spiel noch nicht ganz effizient, die Performance wurde noch nicht so dementsprechend optimiert und je mehr Items, das können Gegenstände sein, das können aber auch tote Leichen, also tote Körper sein, je mehr davon rumliegen, desto mehr beansprucht das den Server, die Framerate geht runter und dementsprechend könnt ihr nicht so gut spielen. Das Ganze wurde jetzt in bestimmten Zeitintervallen eingestellt, dass die Leichen sich auflösen. Auch dazu wurde noch nicht so viel geschrieben, dementsprechend kann ich euch nicht ganz genau sagen, wie viel Zeit verstreicht, aber es ist jetzt immer so, dass eine bestimmte Zeit verstreicht und dann ist die Leiche weg. Und dann könnt ihr dementsprechend auch das Loot nicht mehr bekommen, aber das hilft halt den Server ja, ein bisschen besser laufen zu lassen und dass die nicht alle paar Stunden einen Server-Restart machen müssen, weil überall 1000 Leichen liegen und dementsprechend der Item-Count hochgeht und dementsprechend die Server-Performance dann nachlässt. Dafür ist das gedacht. So viel zu dem Punkt. Eine Design-Sache kommt als nächstes, ist M9130 Bayonets. Damit können jetzt Dosen geöffnet werden. Das Bayonett ist ja für die Mosin, die hat ja auch dieses 9130 und das Ding kann jetzt also vorne rangebastelt werden, das ging vorher auch schon und jetzt soll es auch möglich sein, damit Dosen zu öffnen, wahrscheinlich mit dem gleichen Problem, wenn man eine Dose öffnet, dann geht eine bestimmte Menge an Inhalt verloren, weil man das Ganze nicht mit einem Dosenöffner gemacht hat und dementsprechend etwas ungenau macht und dann plört man halt was ein bisschen auf den Boden, da müsst ihr ein bisschen drauf Acht geben. Nächste Sache geht dann ein bisschen in Richtung Anti-Cheat gegen Hacker, nämlich BattleEye Anti-Cheat ist sozusagen mit integriert worden. Man weiß aus der Mod, aus den damaligen Zeiten, dass BattleEye nicht immer gute Sachen nur macht und dementsprechend haben viele auch schon gesagt, das kann doch nicht sein. Es soll ja angestrebt werden von den Entwicklern, dass das Ganze per VAC, also den Steam-seitigen Programm gelöst werden soll, aber bisher sozusagen als ja, Placeholder, so nennt man es, also als Übergangslösung, als provisorisches, wird halt BattleEye integriert und dementsprechend soll damit so ein bisschen gegen Cheater und Hacker und alles mögliche gegengearbeitet werden. Ob das so klappt, ob das immer alles richtig funktioniert, man muss es ausprobieren und kann nur spekulieren. Die bisherigen Erfahrungen waren mäßig. Kommen wir zu zwei weiteren Punkten, die noch auf der New-Seite stehen, nämlich Initial Implementation for Sub-Private Hives
Ongoing und Initial Implementation for Regular and Hardcore Public Hives. Das sind Server-Sachen für diejenigen, die also Server erstellen und selber haben. Kann ich nicht ganz so viel sagen, weil ich selber keinen Server habe, aber was ich da rauslese ist, dass es jetzt dementsprechend auch Hardcore-Hives geben soll, die auch noch public sein sollen, also auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollen. Aber weiter kann ich auf diese beiden Punkte nicht eingehen. Wie gesagt, ich bin kein Server. Ich habe keinen Server selbst und es steht auch zu den Punkten nicht mehr Erklärung. Dementsprechend kann ich darauf nicht weiter eingehen. Kommen wir zu den Sachen, die fix sind, also Bugfixes sozusagen. Da haben wir einmal Dedicated Server Crash, Related to Player Skeleton. Das Problem ist, unsere Figur wird sozusagen durch ein Skelett getragen. Ist wie in echt, wir haben ein Skelett und darum sind Muskeln und dann wird das Skelett trägt quasi unseren Körper. Eigentlich tragen unsere Muskeln den Körper, aber das Skelett ist sozusagen der innerste Teil und für die grobe Struktur zuständig. Das ist in DayZ nicht anders. Dort gibt es auch ein Skelett und je nachdem im Prinzip, wo man hinschießt, gibt es dann auch andere Schäden und so weiter. Das Problem war, dass das Skelett, was wir jetzt haben, manchmal dafür gesorgt hat, dass der Server gecrashed ist. Da gibt es irgendwie einen Fehler in einem Code und der wurde jetzt ausgebügelt. Also der Fehler sollte jetzt nicht mehr vorkommen. Alles natürlich immer noch im Alpha-Status. Dementsprechend kann es sein, dass es trotzdem noch vorkommt. Muss man also abwarten, ob das so passt. Nächste Sache, ziemlich wichtige Sache: Player Location Rubberbanding fixed. Rubberbanding, was ist Rubberbanding? Man läuft 10 Meter, fliegt 9 Meter zurück oder man läuft, ist eine halbe Stunde gelaufen und plötzlich ist man wieder an dem Punkt, wo man schon vor 10 Minuten war, im Extremfall. Dementsprechend auch Loot, was man aufgehoben hat, ist weg. Bestimmte Sachen, die man gemacht hat, alles weg. Man hat sich selbst Blut gegeben und springt dann sozusagen wieder zurück und hat wieder weniger Blut. All solche Sachen können passieren. Das ist sogenanntes Rubberbanding, also wenn man zu einem Zeitpunkt zurückgesetzt wird, den man vorher schon mal hatte und dementsprechend die erreichten Sachen weg sind. Das soll jetzt gefixt sein. Ich sage ganz doll soll, denn im Forum laufen schon alle Sturm und sagen, nein, das ist schlimmer als je zuvor. Da wurde sowas sozusagen kaputt repariert und vorher war das nur so ein bisschen schlimm. Jetzt soll es wohl sehr, sehr, sehr schlimm sein. Was ist hier mit diesen Wolken nicht richtig? Ich springe hier lustig rum. Das könnte aber auch Rubberbanding sein zum Beispiel. Geht ein bisschen weiter, geht wieder zurück, geht ein bisschen weiter, geht wieder zurück. Das ist im Prinzip Rubberbanding in den Wolken. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon sozusagen die Vorboten sind. Also wie gesagt, in den Foren laufen die Leute Sturm, weil es momentan fast unspielbar ist für die meisten. Die laufen ein paar Meter und es ist schlimmer als je zuvor. Normalerweise war das so, kann nochmal alle halbe Stunde passieren, dass man dann irgendwie vielleicht ein paar Minuten zurückgesetzt wird. Das konnte passieren. Ich habe das bisher noch gar nicht erlebt, außer mit ein paar Schritten, also wirklich nur minimal, dass ich 10 Schritte nach vorne gemacht habe und dann wurde ich plötzlich 5 Meter nach zurückgesetzt. Das war aber auch vielleicht mal in der Stunde vielleicht zweimal. Also das war wirklich nicht so schlimm. Momentan soll es ganz, ganz schlimm sein, dass man ständig zurückgesetzt wird, ständig Sachen, die man aufgehoben hat, weg sind und dementsprechend ist das Ganze mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Aber ihr wisst alle, ihr habt das alle zugestimmt. Hier war vorhin ein I Understand Button. Das Ganze ist Alpha. Ihr seid im Prinzip nichts anderes als Alpha-Tester und dementsprechend nehmt euch da ein bisschen zurück. Geht nicht in den Foren Sturm laufen. Ihr könnt das gerne im Bug-Tracker schreiben, aber ihr spielt eine Alpha. Ganz, ganz, ganz wichtig. Letzter Punkt schon. Large Delay in Item Manipulation and Inventory Tetris, wie er es genannt hat. Das hat damit zu tun, wenn man Sachen auf den Boden legt, dann hat man ganz oft die Schwierigkeit, dass Sachen quasi ganz lange brauchen, bis sie auf dem Boden liegen. Im Prinzip können wir das mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich so schnell reinkomme. Oh, Confirmation of Changes. Ja gut, dass ich hier gar nichts sehen kann. Was für Button klicke ich jetzt? Klicke ich jetzt den linken, den mittleren oder den rechten? Das möchte ich nicht. Okay, Escape drücken kann ich auch nicht. Sehr schön, dass es eine Alpha ist. Lassen wir das also. Und das Problem war also, man legt eine Sache auf den Boden, falls man die zum Beispiel einem Kumpel gehen möchte. Und dann dauerte das zum Teil wirklich eine halbe Minute bis Minute, bis dieser Gegenstand auch an einer Stelle aufgetaucht ist. Und der ist in der Zeit durch die Gegend quasi verschwunden oder gebuggt oder was auch immer. Und diese Zeiträume sollen jetzt deutlich kleiner sein. Es sollte deutlich schneller gehen. Man legt etwas auf den Boden, dann liegt es auch auf dem Boden und muss die erste halbe Minute warten, kann erschossen werden oder sonstiges, ausgeplündert werden. Und dementsprechend, das soll beseitigt sein. Ob dem so ist, das muss noch getestet werden. Das war's schon für diesen kleinen Patch.
Ich muss an der Stelle sagen, diesen Patch hat eine einzige Person erstellt. Das ganze ARMA-Team war über über das Neujahr und über die Silvestertage nicht am Arbeiten. Die haben sich ein bisschen freigenommen und eine einzige Person hat weitergearbeitet, nämlich Hicks. Und der hat diesen Patch alleine gemacht. Von daher, auch wenn einiges nicht so gut geklappt hat, wie man das sich vorgestellt hat, sollte man doch respektieren, dass das nur eine Person gemacht hat. Das soll es mit der Vorstellung gewesen sein. Ich werde jetzt mal gucken, welchen Button ich hier drücken kann und wo sich mein Spiel denn aufhängt und wie auch immer. Mal gucken, was für ein Alpha-Tester ich denn heute sein darf. Dementsprechend, wenn euch diese Patch-Übersicht geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Beim letzten Mal gab es ja eine große Resonanz, das fand ich super toll. Und dementsprechend sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.